Ich wollte im Livestream sowieso mal morgen so ein bisschen über das Thema Facecam reden. Denn ich habe mir überlegt, vielleicht demnächst mal einen Livestream zu machen, wo ich mal für eine Stunde eine Facecam drin haben werde. Let's start again. Moin, jetzt Zerberster und Zerbersterinnen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Craft Attack. Und liebe Freunde, ihr werdet es vielleicht schon am Ton oder irgendwo dran erkennen, vielleicht sogar an der Qualität des Bildes, die nämlich sich jetzt ein bisschen wieder verschlechtert hat, aber das wird nicht lange mehr so bleiben. Ich erkläre auch gleich warum. Aber der Grund, warum alles ein bisschen jetzt von der Qualität wieder runtergegangen ist, ist folgender. Ich bin wieder zu Hause. Ich bin nicht mehr offiziell im 30-Tage-Livestream vom lieben Simon. Wir sind nämlich heute Morgen abgehauen, der liebe Zander und ich, weil wir mussten ja auch irgendwann mal nach Hause, und da Zander nächste Woche in Berlin oder so ist, hat er ja irgendwie angekündigt, mussten wir heute schon fahren, damit er ein paar Vorbereitungen und so vorher treffen kann. Ja, und der Livestream ist ja so oder so am Montag zu Ende und deswegen mussten wir 2 Tage eher fahren. Es hieß ja auch eigentlich, dass der Livestream 30 Tage geht. Also eigentlich wäre er offiziell, wenn er dann angefangen hätte, wo wir gekommen sind an dem Tag, wäre er heute zu Ende. Und durch die Probleme wurde er ja um einen Tag verlängert, weil der offizielle Endtermin wäre ja morgen gewesen. Also von daher, nicht weil ihr jetzt irgendwie denkt, so ja, wir konnten nicht mehr oder so, deswegen sind wir nicht gefahren. Wir mussten einfach fahren, weil wir hatten eigentlich als offiziellen Endtermin morgen in Erinnerung. Und, oder heute sogar, glaube ich. Und deswegen, Zander hatte nur bis heute eingeplant, dass wir bis heute da bleiben. Und deswegen sind wir jetzt zu Hause. Ich muss mal eben mein Equipment ein bisschen leeren. Aber ich hoffe, dass das für euch kein Problem ist. Ihr könnt natürlich gerne weiterhin beim lieben Simon vorbeischauen bis Montag. Aber ich habe auch noch eine brandheiße Info für euch. Und zwar, da ich jetzt eh zu Hause bin, wird es ab morgen wieder ordentlich losgehen. Ich werde morgen direkt ab 12 Uhr einen richtig, richtig fetten Livestream machen. Das heißt, wer Bock hat, kann gerne morgen ab 12 Uhr vorbeischauen. www.twitch.tv/gtimetv. Es wird jetzt wieder täglich Videos geben, vor allen Dingen Craft Attack täglich. Dann geht ja jetzt nächste Woche, ich glaube nächste Woche ist es schon, am 24.04. geht ja Nero los. Also für alle, die Bock haben, Minecraft Nero wird jetzt demnächst starten. Da wird es dann auch täglich ein Video geben. Und ich arbeite jetzt daran, auch fast täglich Vlogs zu bringen. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, jetzt nächste Woche das erste Kochvideo fertigzustellen. Denn, ich bin dazu jetzt nicht im Streaminghaus gekommen. Es war echt ein bisschen kompliziert, dort ein Kochvideo fertigzustellen. Ach du Kacke. Gucken, ob es klappt. Ja. Und deswegen wird es das Kochvideo dann jetzt in der Woche geben. Das allererste Kochvideo wird also kommen. Wer also direkt von Anfang an dabei sein will, der muss dann gucken. Oh Gott. Dass er, ja, jetzt die Woche reinschaut und dann wird es das Video geben. Des Weiteren ist mir gerade im Streaminghaus, muss ich ehrlich sagen, aufgefallen, dass trotz, dass ich schon so einen guten PC habe, man muss ehrlich sagen, das ist ja kein schlechter PC, den ich habe, ist mir aufgefallen, es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben und ich arbeite schon seit, ja, wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht sagen Monaten, aber seit längerer Zeit daran, mir zu überlegen, was für ein Setup ich für einen neuen PC nehmen werde. Und da kann ich jetzt schon mal euch Bescheid geben, es wird bald soweit sein, ich werde bald einen neuen PC haben, der von der Hardware her deutlich stärker ist als der jetzige PC. Was bedeutet, die Qualität der Livestreams wird sich definitiv noch mehr verbessern, ohne dass ihr im Gegenzug dafür besseres Internet braucht. Also alle Leute, die am Handy gucken, ihr könnt aufatmen, ihr werdet auf Low eine noch bessere Qualität bald haben, als ihr jetzt schon habt, ohne dass ihr besseres Internet braucht. Das ist nämlich das Ziel, was ich auch erreichen wollte, dass ihr, ohne dass ihr euer Internet aufstocken müsst oder so, trotzdem ein besseres Bild erhalten werdet. Und da werden wir jetzt nachrüsten, genauso auch was YouTube angeht. Die YouTube-Videos, gerade in der Zeit, wo ich jetzt im Streaminghaus war, die hatten von der Qualität her, vom Bild, echt eine super Bombenqualität. Lag einfach daran, ich konnte die Videos richtig schnell rendern, da der PC, den ich dort hatte, XMG hat uns ja dort PCs gestellt, der hatte einfach einen unfassbar guten Prozessor, womit ich so sauschnell das Video rendern konnte. Und mein neuer PC hat einen deutlich noch stärkeren Prozessor, als ich dort hatte schon. Und deswegen wird es da auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen jetzt ein Nachgeben. Und ja, ich denke auf jeden Fall, das wird eine richtig, richtig coole Sache. Wir hatten ja im letzten Video darüber gesprochen, dass ich den lieben Early Boy trollen wollte. Und ja, da habt ihr auf jeden Fall nicht dafür abgestimmt. Wir hatten ja abgemacht 15.000 Likes, dann werde ich ihn trollen. 15.000 Likes sind nicht zusammengekommen. Deswegen gehen wir jetzt hin und hinterlassen ihm heute aber eine nette Nachricht, dass er nochmal Glück hatte. Und es ihn nicht treffen wird. Das wollte ich nämlich jetzt noch erledigen. Ich hoffe natürlich, dass ihr weiterhin auch Lust auf Craft Attack habt. Momentan habe ich so ein bisschen das Gefühl,
als wenn ihr gar keine Lust mehr auf Craft Attack hättet. So manchmal, keine Ahnung. Das kommt aber so rüber, weil einige auch schon geschrieben haben, Craft Attack wird langweilig. Obwohl ich jetzt anfangen wollte, wo ich wieder zu Hause bin, richtig aufzudrehen. Das war halt im Streaminghaus echt ein bisschen schwierig, weil wir haben halt versucht, immer Simon seinen Livestream am Laufen zu halten. Und ich muss ehrlich sagen, ein Livestream 24 Stunden, 30 Tage am Laufen zu halten, mit durchschnittlich 4 Personen, ist einfach unfassbar anstrengend, Leute. Es ist eine Menge Arbeit und Aufwand. Und deswegen hoffe ich, dass ihr da auf jeden Fall noch ein bisschen Nachsicht habt. So. Da hast du nochmal Glück gehabt. Ich bitte Sie in Zukunft keine weiteren Statuen. Oh, wie schreibt man das? Statuen. So? Statuen? Oh, ich muss ehrlich sagen, das ist ein Wort, was ich jetzt nicht so oft geschrieben habe. Ich schreibe einfach Figuren. Ich bitte Sie, keine weiteren Figuren auf meinem Grundstück. Oh, passt gar nicht mehr hin. Grundstück. Okay, dann machen wir das so, Grundstück zu bauen. So, und dann machen wir MFG Gamers Time. So. Erst duzen wir ihn und dann siezen wir ihn, um die Ernsthaftigkeit der ganzen Situation rüberzubringen. Finde ich auf jeden Fall eine geile Sache. Ach krass, hier ist ein Beacon sogar. Ach, von Skate bestimmt, ne? Der übelst nicer Dicer. Da müssen wir nämlich jetzt gucken, Leute. Und deswegen nochmal die Info. Morgen um 12 Uhr gibt's einen fetten Livestream. Ich habe mir gedacht, ich werde morgen um 12 Uhr, je nachdem, erstmal mit Jump World oder mit Craft Attack anfangen. Je nachdem, was so ein bisschen mehr überwiegt im Livestream-Chat. Ich weiß ja nicht, wie viele Leute überhaupt noch meine Livestreams aktiv gucken. Deswegen hier nochmal ein Aufruf. Also wenn ihr Bock habt, ab morgen geht's wieder richtig los. Ich werde dann immer wieder Bescheid geben, wann der nächste Livestream ist. Und werde das jetzt auch wieder in den Videos immer ankündigen, damit ihr es natürlich nicht verpasst. Und hoffe, dass auf jeden Fall keiner jetzt hier irgendwie denkt, durch den 30-Tage-Livestream, dass ich keinen Bock mehr auf Streaming hatte oder so. Also definitiv, Leute, ich habe mehr Lust denn je. Deswegen, es kann sein, dass ich jetzt in der nächsten Zeit ein bisschen eskalieren werde. Vor allen Dingen, wenn der neue PC da ist. Ich weiß, das ist so krass einfach dann dieses Gefühl, dass man so einen neuen PC hat und dann noch krassere Qualität hat und so. Und da habe ich auf jeden Fall richtig Bock. Da will ich dann richtig wieder aufdrehen und alles. Und hoffe natürlich, dass ihr mit am Start seid. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja gerne mal morgen einschalten. Ich wollte im Livestream sowieso mal morgen so ein bisschen über das Thema Facecam reden. Denn ich habe mir überlegt, vielleicht demnächst mal einen Livestream zu machen, wo ich mal für eine Stunde eine Facecam drin haben werde. Je nachdem. Mal schauen, wie viele Leute da Bock drauf haben. Ihr könnt ja morgen gerne mal vorbeischauen. Und eigentlich habe ich das hier seit Monaten schon stehen, ne, mit den drei Gastränen. Die hat er mir aber noch nie zurückgegeben, der liebe Zinus. Ist aber nicht schlimm. Einfach mal drüber sprechen so und mal gucken. Und ansonsten, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich wieder zurück bin. Muss ich ehrlich mal sagen, nicht, dass ich jetzt irgendwie sagen will, oh, es war so schlimm im Streaminghaus. Aber ich habe meine Freundin einfach ultra krass vermisst, die mir heute direkt eine Lasagne gekocht hat als kleines Willkommen zurückgeschenk. Und es ist halt einfach wirklich immer, wie man so sagt, am schönsten zu Hause. Oder zu Hause ist am schönsten, so sagt man es ja. Und ich freue mich einfach, dass ich wieder zu Hause bin. Jetzt kann ich mich voll und ganz auf meinen YouTube- und meinen Twitch-Kanal konzentrieren. Kann einfach mit freien Gedanken da dran gehen, ohne im Hinterkopf immer die Sorge zu haben, oh, wir müssen noch den anderen Stream-Kanal von Simon jetzt am Laufen halten. Wie kriegen wir das hin? Wie schaffen wir das heute? Jetzt kommt wieder regelmäßiger Content. Es tut mir wirklich leid, dass ihr da so ein bisschen drunter gelitten habt. Aber ich weiß, der größte Teil von euch hat da ein Verständnis für. Und ab morgen geht es dann, wie gesagt, auch richtig in Craft Attack wieder los. Ich kann jetzt wieder dem Bauplan nachgehen, kann mein Haus fertig bauen. Und das werden wir jetzt in Angriff nehmen morgen. Wir werden morgen versuchen, das Penthouse endlich fertig zu kriegen, damit wir nämlich hier dann anfangen können, in den Folgen einzurichten. Ich habe nämlich keine Lust, immer wieder hier nur den doofen Berg abzubauen oder dumm durch die Gegend zu laufen, wie heute in der Folge, obwohl es heute eher so eine Infofolge ist. Und ja, wie gesagt halt, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr weiterhin Bock auf Livestreams, Craft Attack und alles andere habt. Und dann würde ich sagen, für die, die morgen einschalten, wir sehen uns um 12 Uhr. Sorry, dass jetzt so wenig Videos kamen in den letzten 2-3 Tagen. Das war, wie gesagt, halt jetzt echt anstrengend, auch mit der Rückfahrt und allem. Aber jetzt geht's wieder richtig los. Danke für euren ganzen Support, Leute. Vielen, vielen Dank. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video oder morgen im Livestream um 12 Uhr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.